Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Cognition. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir im letzten Part tatsächlich im Apartment von Anthony Longmore einen Safe gefunden, den wir auch schlussendlich öffnen konnten. Zudem wurde uns eine Nachricht hinterlassen auf Longmores Computer, welche nicht von ihm stammte, sondern wahrscheinlich vom Täter dieses Falles, also ne? Jener Mann oder jene Frau, die Anthony Longmore auf dem Gewissen hat. Und das Ganze klang für mich so ein bisschen nach Selbstjustiz. Irgendeine Form von Rache, ein Racheakt. Und ja, wir haben in diesem Safe diese Akten hier gefunden und genau die werden wir uns jetzt mal ansehen. Vielleicht fügt sich dadurch ein weiteres Puzzleteil dem Ganzen hinzu. Damit eigentlich auch schon genug gelabert. Weiter geht's mit Cognition und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, ich weiß gar nicht mehr, ob ich gestern hier Cognition, also Wahrnehmung auch gleich mal eingesetzt habe. Das werde ich jetzt nochmal nachholen. Nein, hier ist nichts zu sehen. Gut, dann werden wir uns jetzt diese Akten mal ansehen. Und zwar hier Mordopfer aus Tennessee. Ich frage mich, ob die tatsächlich so beschriftet sind. Im Grunde steht ja hier nur Tennessee, aber gut, wir gucken mal. This file has info on three different women, all from Memphis. And things in here. A candy wrapper, a few long strands of hair. A long handwritten dialogue between one of the women and someone else. The women's names are Carolyn Palmer, Megan Martha and Beth Williams. Ach du Schande. Strähnen. Ein Bonbonpapier. Dialog zwischen einer dieser Frauen und noch jemandem. Moment, liebe Leute, ich werde mir kurz mal hier einmal mehr Papier und Stift organisieren. So, ich werde mir vorsichtshalber diese Namen notieren. Okay, Moment, ich muss mir das nochmal kurz anhören. Hier Tennessee. Und jetzt die Namen bitte. This file has info on three different women, all from Palmer. Memphis. And things in here. A candy wrapper, a few long strands of hair. Martha. A long handwritten dialogue between one of the women and someone else. The women's Williams. names are Carolyn Palmer, Megan Martha and Beth Williams. Williams. Okay. Gut, das merken wir uns mal. Dann gucken wir uns mal diese Akte aus New York an. There are three women profiled in this folder, all from New York. It's full of little notes, shopping habits, places where they ate, clothes they wore most frequently. The three women's names are Janelle Katona, Emily Carlson and Nadia Schwartz. Carlson und Schwartz. Alright. Okay. Ja, das Ganze sieht sehr stark nach einem gut geführten, wie soll ich sagen, Stalking-Handbuch aus. Mit allerlei Infos über besagte Damen scheinbar. Und ja, sehr, sehr merkwürdig, auch sehr creepy, ehrlich gesagt. Dann sehen wir uns jetzt hier nochmal die aus Boston an, die uns wahrscheinlich am... Ah, hier kann ich auch... Hier, ah, die kann ich scheinbar dann auch öffnen, aber erstmal gucken wir uns die an. Sarah Goodman, Amy Lewis and Elizabeth Bauer. I know Sarah and Amy. So does that mean that Elizabeth was already... Oh, damn it. She was before Sarah. There are notes in here on them, tons of details. Today I brushed up so close I was able to smell her. Ah, shit. What? What is this? Gut, ich habe mir den dritten Namen Bauer jetzt auch nochmal notiert. Oh mein Gott. Ja. Bevor wir allerdings diese Akte öffnen, sehen wir uns jetzt nochmal die persönlichen Notizen wahrscheinlich von Anthony Longmore an. Also die drei hier klingen schon. Und warum führt er sowas? Der war ja selbst nie bei der. Sieht ja wirklich aus wie Akten aus dem Polizeischrank. So. This is our guy, Longmore. So he's kept a file on himself? Let's see. Looks like he worked in public transportation in New York and Memphis.
He was charting his weight every few days. He has a detailed account list of all the movies he's seen this year, and women he noticed while in the theater. I'll look at those other cases in more detail later. I want to focus on the case at hand, and I think I have all the info I need with the Boston profiles. Damn it, this was right under my nose. Okay, ja, hatte ich sowieso vor, mich auf die Fälle in Boston oder aus Boston zu konzentrieren. Sehr merkwürdiger Typ. Ständig sein Gewicht notiert, die Filme, die er im Kino gesehen hat und die Frauen, die ihm dabei aufgefallen sind. Aber im Nahverkehr gearbeitet. Gut, wir versuchen jetzt mal, wahrscheinlich kann ich die wirklich nochmal näher betrachten, diese Akte. Ach, du Schande. Ja. Wir haben hier Sarah Goodman, Amy Lewis. Dazu hatten wir eine Nachricht bekommen auf unser Handy. Und Elizabeth Bauer. Gut. Alter 32, Adresse 37 Joy Street. Beruf Lehrerin. Am 5.7. Ah, Quatsch. Am 7. Februar 2005. Am 5. Februar 2007. God dang it. Er hängt. I'm happy tonight. Elizabeth and I have been getting along so well. Spending lots of time together. Sometimes she even calls me. I think she's someone who could make me happy. Finally. And I hope I can do the same. Ja, tut mir leid, das ist sehr, sehr schwer zu lesen. Also die Handschrift, ja. Also er war sehr glücklich. Sie haben sich sehr gut verstanden. Haben viel Zeit miteinander verbracht. Und manchmal hat sie ihn sogar angerufen. Und er glaubt, sie könnte endlich der Mensch sein, der ihn glücklich macht. Und er hofft, dass er dasselbe für sie sein kann. Ja, das ging jetzt noch weniger psycho. Kann ich mir die... Ah, wahrscheinlich liest sie das Ganze jetzt nochmal vor. Elizabeth. It looks like Longmore had a pretty detailed fantasy life with you. Lots of notes on it. He knew where you lived, too. 730 Joy Street. Okay, soweit zu Elizabeth. Die Adresse wird hoffentlich gespeichert in unserem Handy, aber oder auf der Karte. Gleich automatisch eingetragen, aber ich schreibe es mir trotzdem mal kurz auf. 37 Joy Street. Okay. Weiter im Text. Amy Lewis. Alter 38. 1170 Melrose Place, das haben, stimmt, da haben wir die Akte schon gelesen, im letzten Part am Computer. Beruf Krankenschwester, am 11. Mai 2009 erhängt. She said she's leaving. She told me she's leaving soon. And if... Oh, tut mir leid, Leute, das ist wirklich... And if it's just me here, ah, okay, then I'll be the only one in this whole city. She likes me. She trusts me. I can pursue her to stay. Aha, okay, also Amy hat ihm erzählt, dass sie bald gehen würde. Beziehungsweise wegziehen würde. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre er wieder alleine. In dieser verdammten ganzen Stadt hier. Völlig alleine. Sie mag mich, sie vertraut mir. Und ich kann sie dazu bewegen, beziehungsweise überzeugen zu bleiben. Ja, mit der Methode auf jeden Fall. Jesus Christ. Looks like he tracked you for some time, Amy. Address is at 1170 Melrose. Ja, das hatten wir schon. Ja, okay, dann hier haben wir noch natürlich unsere Sarah, 34, Chestnut Street, 514, eine Hausfrau, erhängt am 8. Oktober 2010.
Quatsch, ich mache jedes Mal dieses verdammte amerikanische Datum, 10. Oktober 2008 und hier 9. Mai 2011. Ja, so, jetzt aber. You spend time with me, then you go spend time with your husband. Das kann ich nicht lesen, tut mir leid. Much is it? How much is it? Was sieht er nach? Well, I... ja, wie gesagt, tut mir leid, das kann ich jetzt echt nicht lesen hier. Okay, das geht wieder. You have to pick. You pick one person and that's the person you spend your time with. Why didn't you understand this? Nobody understands. Aha, okay. Also Sarah hat offenbar Zeit mit... Ja, was heißt Zeit verbracht? Die kannten sich hier vom Bahnhof, ne? Die haben wahrscheinlich ab und zu mal miteinander gesprochen. Also leicht irre ist der Typ schon, ne? Oder war er zumindest. Völlig besessen. Aber das hier kann ich echt nicht lesen. You don't love... You don't have... Nee, sorry, geht nicht. Keine Chance. Mal gucken, was Erica dazu sagt. This is the one that's not a surprise. Sarah, murdered in her house at 514 Chestnut Street. Oh, maybe I'm just exhausted right now, but sometimes this shit gets to me. Ja, das kann ich nachvollziehen, liebe Erica. Kann ich hier Kognition einsetzen? Nee. Okay. Hier ja auch nicht. Ne, hat sich auch nichts verändert. Gut, dann werde ich wohl dem Fall Amy Lewis zum Beispiel doch nachgehen müssen. Also jetzt. Ich gehe mal raus hier. Sully, call someone in the department and find more on these women. You got it. Oh. Hey, Martin. Yeah, I need you to look a few things over for me. Yeah, I have a couple of names for you. Yeah. Uh-huh. Right, okay, the first one. Okay, we got some info here. These women were all suicides, except for Emily Carlson in New York. They never caught the killer, but it was an obvious murder. The third woman in New York, Nadia Schwartz, hasn't been reported as missing or dead. Das ist interessant. Das heißt, in New York sind zwei Frauen gestorben. In Tennessee und Boston allerdings drei. Okay, was haben wir jetzt hier? Ach, das sind wahrscheinlich wieder Schlussfolgerungen. Anthony... Ja, das sollte wohl offensichtlich sein. Sully, Anthony Longmore was a killer. You think? What's our evidence? Im Bahnhof war ein Einzelgänger. Ja, die Frauen aus dem Safe sind seine Opfer. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Those women from the safe are his victims. He took those photographs. And he's been doing it for years until someone stopped him last night. He was in Tennessee first and then in New York. He killed these women and he had a pattern. Ja, Memphis, Tennessee, ne? Klar. Und in New York hat er ja auch gearbeitet als Nahverkehrsdingens. Haben wir in der Akte, glaube ich, gelesen. Ne? Er tötet in Zweiergruppen, er tötet in Dreiergruppen, er tötet in Vierergruppen. Achso, ja, immer drei Frauen in einer Stadt, ne? Oder bin ich gerade? Ja, doch. Ja, klar. He kills in groups of three. How do you know? Two reasons. Er wollte hier bleiben, er wollte bald ausziehen. Ja, das wurde uns ja auch vom Vermieter, glaube ich, gesagt. Ne? Außerdem stehen ja auch hier überall schon die Kartons rum. Ach, dann scheint er wirklich von Stadt zu Stadt quasi gezogen zu sein. He was moving out soon.
And? Er hat in jedem Staat 3 Menschen ermordet. Er hat in jedem Staat außer New York 3 Menschen ermordet. Ja. Stimmt, weil diese Schwarz, von der ich mir den Vornamen jetzt nicht gemerkt habe. Nadia, glaube ich, war das, ne? Die hat er ja nicht getötet oder konnte er nicht oder was auch immer. Er hat das wahrscheinlich vor, aber... He's killed 3 victims in every state except for New York. Look at the boxes. You mentioned the landlord said he was moving out. He was done here, ready to go on to the next city. He killed in threes all the time. But what happened in New York? Why is Nadia Schwartz still alive? Nadia Schwartz ist seine Komplize? Nee, das glaube ich nicht. Er verlor seine Arbeit bei den Verkehrsbetrieben. Davon wüsste ich jetzt auch nichts. Ich muss kurz nachdenken. Haben wir das? Stand das hier? Wenn, dann ist er wahrscheinlich freiwillig gegangen. Was hat uns Sally jetzt gesagt hier? Carlson. Emily Carlson. Die war doch... Genau, das war doch die, die nicht als Selbstmord abgeheftet wurde, sondern es war definitiv Mord. Und es war die zweite in New York dann wahrscheinlich, denn, wie gesagt, die Nadia Schwartz ist hier nicht gestorben. Ja, dann muss es irgendwas mit Emily Carlson zu tun haben. Vielleicht war er zu nah dran irgendwie, vielleicht wäre er beinahe geschnappt. Ich weiß es nicht. Aber seine Komplize? Nein, Quatsch. Nee, das glaube ich nicht. Er verlor seine... Oder war sie doch? Ach, darauf habe ich überhaupt keinen Hinweis. Ich nehme jetzt mal wirklich hier Emily Carlson. Vielleicht kann ja Erika da irgendwas herleiten, was ich vielleicht jetzt auch nicht bedacht habe. Because of Emily Carlson's case. They almost caught him. Ah. He fled New York before his work was done there, and he could never get to Nadia Schwartz. It's clear, even the way he met his victims. How? Wie hat das eine, ja, massive Beobachtung, würde ich sagen, aber nicht als Fotograf, Rasen. Ja, er ist ihnen in öffentlichen Verkehrsmitteln begegnet. Ja, in den Verkehrsmitteln jetzt wahrscheinlich eher weniger. Ja, beziehungsweise doch, natürlich auch. Er war ja U-Bahn-Fahrer auch und so. Ja, klar, klar. Und Busfahrer auch. He met them through public transportation. He worked there. That's where he targeted his victims. Yeah. Yeah, you're right. But if this piece of shit was murdered last night, done in the same way that he killed his victims, then who killed him? Good question. And why did they send clues to Davies? And to me? This is a hell of a mind screw. We gotta keep looking. Sehr merkwürdig. It's a bunch of tools. Lots of rope. And get this, even some nooses. I also found this. Hello, hello. I've been looking for you. Good job, Sully. Ja, was? Ach, das ging aber flott jetzt, Sully. Das ging aber richtig flott jetzt. Was haben wir jetzt bekommen? Die Speicherkarte? Oh, nee. Ach, einen weiteren Teil des Lependos. Okay. Kann ich dich einzeln betrachten? It's from something called Le Pendu. Die Zeile haben wir schon ein paar Mal gehört, aber dann kann ich das wahrscheinlich jetzt zusammensetzen. I wonder how these go together. There we go. Now what? Das Ganze sieht jetzt eigentlich ja fast komplett aus. Oder ganz komplett sogar. It's from something called Le Pendu. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Wo kriegen wir diese Speicherkarte jetzt her? Okay, Leute, ich werde jetzt mal, da ich hier nicht an den Computer kann,
keine Chance ohne diese Speicherkarte. Werde ich jetzt mal zurückfahren. Sally, I need to go check. Ja. Ins Hauptquartier. Wobei ich hätte vielleicht nochmal sprechen können mit ihm. Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Ja, ist klar. Wir sind noch am selben Ort, aber wir starten das Auto mal, weil 2 Meter gehen, das geht nicht. So. Hast du irgendwas noch? Einen Hinweis? Anything that can tell us why this guy was killed. Ja, weil jemand einen Wahnsinnigen stoppen wollte, denke ich mal. Zwar nicht der richtige Weg oder der nach dem Gesetz, aber ja. Sully, I need to go. Sure. Wie gesagt, das klang ja bei der Nachricht, die wir am Computer gefunden haben, schon stark nach Selbstjustiz. Von wegen hier, ne, Hinweise gelegt, aber man kann nicht ständig oder man kann nicht ewig darauf warten, dass die Polizei näher kommt diesen Hinweisen. Und es scheint, als wollte jemand diesen Anthony Longmore stoppen, was ja dann auch geschehen ist. Ich habe jetzt folgendes Problem. Also wie gesagt, ich werde jetzt mal gucken wegen Amy. Nein, erst hinlaufen, das geht schneller. Komm, ein bisschen Bewegung. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Täter mittlerweile auch schon kenne. Den Namen werde ich jetzt nicht erwähnen. Wahrscheinlich von euch können sich es auch ein paar schon denken, wer das war. Zumindest jene, die es von Beginn weg gesehen haben. Aber offenbar muss ich noch irgendwie eine Überleitung finden im Spiel. Falldatenbank Amy Lewis. Ja, das hatten wir schon. Ich habe das auch schon vorgelesen beim letzten Mal. Hoffentlich können wir das jetzt ausdrucken und damit Beweise suchen. Beziehungsweise anfordern bei Gwen. I don't need to request any evidence right now. Verdammt. Vielleicht unter der Personensuche. Da gab es nämlich auch ein Download-Dingens, genau. I don't need to request any evidence right now. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Was zum Geier? Was mache ich denn jetzt? Also ich spreche nochmal kurz mit John, dann werde ich wahrscheinlich auch mal einen Cut machen hier, sonst wird das wieder ewig und 3 Jahre lang. John. Vielleicht hat unser John noch einen Hinweis. Wirklich viel hat er nicht gemacht bisher. McCoy? Red? Ach, seriously? Verdammt. I'm going to go back. Go get him, Red. Okay, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre eben nochmal zu gucken, ob Cordelia auffindbar ist. Beziehungsweise, was ich mir im letzten Part schon mal dachte, uns fehlt wahrscheinlich trotzdem noch ein Teil von diesem Spielzeug, von diesem morbiden Spielzeug hier. Denn, falls ihr euch erinnern könnt, ziemlich zu Beginn, ne? Terence, dem wir bislang nicht helfen konnten, da wir das verdammte Passwort nicht haben. Der müsste doch eigentlich noch einen Teil von diesem Lependu haben, welches Davis zugeschickt wurde. Ja, ich werde jetzt noch ganz, ganz kurz zweimal einen Stopp einlegen. Einmal beim Friedhof und einmal im Leichenschauhaus bei Terence. Ich hätte mich wahrscheinlich dazu entscheiden sollen, ihn zu zwingen, mir das Ding zu geben. Die Auswahlmöglichkeit hatten wir ja, wenn ich mich recht entsinne. Ach, das liegt ja schon im Weg hier, komm. Hier. Bin verwirrt. Also wir hätten ihm helfen können, wofür wir uns entschieden haben. Wir hätten aber auch sagen können, hier, gib her das Ding, sonst verpfeifen wir dich.
Terence, hilf mir. Buddy? Yo! See you later. Alligator. Okay, dann nochmal fix zu unserem Bruder. Vergesse mir, dass ich da auch auf Fahren klicken muss. So. Nee, ist weg. Verdammt nochmal, was mache ich jetzt? Weil ganz ehrlich, wenn dieses Lependu komplett wäre, dann könnten wir es wahrscheinlich auch ansehen. Also, was weiß ich, Nahansicht oder so. Ach, keine Ahnung. Aber irgendwas müssen wir damit machen können. Wir setzen doch, wir finden die Puzzleteile doch nicht umsonst. It's from something called a Le Pendu. Tja, dann werde ich jetzt nochmal bei Rose fragen. Beziehungsweise, ich werde jetzt auch mal gucken. Hattet ihr nicht sogar so ein Ding auf dem Tresen stehen? Ja, hier. Ha, da fehlt doch was bei uns, oder? Und da ist ein Schlüssel. Moment, da war ein Schlüsselloch, hallo? Ich kann ihn nichts benutzen. Lass mich kurz mal... Da fehlt eine Platte. Oder? Der Sockel besteht aus zwei Platten. Aber wir? Da fehlt der untere Teil. Ja, den hat Terence, würde ich sagen. Verdammt nochmal! Nee, ich glaube nicht, dass mir die noch irgendwas sagen können jetzt. Ich glaube es einfach nicht. Wenn doch, ja. Habe ich Pech gehabt. Dann war es wohl meine Schuld. Aber wir stecken ja sowieso! Oder ich stecke fest. Deshalb auch schon mal der Aufruf. Liebe Leute, wenn ihr eine Idee habt, dann bitteschön, haltet euch nicht zurück. Wie gesagt, ich denke mal, dass wir uns wirklich an dieses Problem ran machen müssen, hier Terence zu helfen. Denn der müsste das letzte Stück haben. Oder zumindest eins. Vielleicht gibt es ja noch mehrere. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, das sah schon ziemlich komplett aus. Ja. Aber ich werde jetzt hier mal Schluss machen. Wieder viel zu lange geworden, dieser Part. Einmal mehr, es tut mir leid, ich übersehe die Zeit hier völlig in dem Spiel. Ja, wie gesagt, wenn ihr eine bessere Idee habt, vielleicht irgendwie noch in Sachen Amy Lewis oder den anderen Frauen, dann bitteschön, gebt Bescheid. Ja, und weil es ohnehin schon zu lange ist, kann ich das jetzt auch nochmal kurz machen, damit ich vielleicht mir das ersparen kann oder auch euch. Ich werde noch mit dem Computer gucken und nachsehen. Obwohl, nee, da war ich ja vorhin schon und habe geguckt. Da waren doch keine anderen Namen mehr zu finden, oder? In der Personensuche. Das verstehe ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also es müsste doch zumindest jetzt hier in Boston die Elizabeth Bauer und die... Achso, nee, das waren ja, genau, Bauer, Goodman und Lewis. Aber die ist ja hier auch nicht drin. Nee, aus. Aus, ich mache jetzt hier mal Schluss. Liebe Leute, ich weiß im Moment echt nicht, was ich machen soll. Ich weiß, ich bräuchte wahrscheinlich das Teil vom Lependu. Ich bräuchte, ja, eine Speicherkarte, wo auch immer diese sich befinden möge. Wofür der Schlüssel jetzt ist, ja, wissen wir wohl, ne? Für das Gesamtkunstwerk des Le Pendus. Aber da scheint uns eben das Teil zu fehlen. Gut, ja, ich werde jetzt hier mal Schluss machen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß in diesem Part, auch wenn ich einmal mehr sehr, sehr verwirrt, verpeilt und sonst was war. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn es heißt Let's Play Cognition. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao, ciao.